Ja, einen wunderschönen Abend an alle Zuschauer. Wir haben hier und heute das Race zwischen Lucky Payne und Tim im 12. Kilometer. Der Motor ist heute ein bisschen verpasst mit dem Abend. Und es wird Lucky Payne verwenden. Ja, hi, schön hier zu sein. Ich freue mich natürlich wieder auf ein wunderschönes Selbstschützen zwischen diesen beiden. Wie gesagt, wir haben ja die Startboots. Wir müssen zur All Dungeons machen und wir haben Bossschaffel. Wir können gespannt sein, welche Bosse uns immer am Ende des Dungeons erwarten, denn manchmal kommt es doch immer anders, wie man denkt oder wie man hofft. Absolut. Ich lese gerade, dass mein Mikrosound schlecht sei. Ja, das gut? War gerade. Ja, jetzt ging es besser, gerade warst du so ein bisschen abgedämpft, als würdest du ein bisschen zu weit weg sitzen. Okay. Gut. Dann ist alles gut. Ja, hervorragend. Das wäre ja auch schade, wenn man mich nicht hören würde. Denn wir denke, wir haben ja heute einen echten Knaller vor uns. Wir haben zwei starke Runner. Denson jetzt mit seinem ersten Race in der Gruppenphase. Für Lost in Pain ist es bereits das vierte. Und wir starten auch direkt mit einem Schwert. Oh, gut, so ein Schwert, das ist mal super convenient. Auf jeden Fall. Auch ein eben sehr, sehr schön, man kann direkt in Hyrule Castle gehen. Wenn man den Onkelstart macht, muss man halt nicht nach dem Onkel aufhören. Man kann ja gleich alles erkunden in der Gegend. Und ja. Sparte ist sicherlich schon mal ein Double-Dip auf jeden Fall. Dann mal schauen, was das Castle danach für uns hat. Ich meine, Auf jeden Fall haben wir gerade schon mal an zwei Orten 10 Pfeile gesehen, aber an zwei unterschiedlichen Orten. Ja, warum nicht, ne? Aber wir haben noch leider keinen Bogen, also sind die Pfeile eigentlich erstmal unnötiges Gepäck oder. Ja, man könnte sie auch eben auspacken und daraus ein kleines Lagerfeuer machen, wenn man Lust hätte. So sieht's aus. Ja, und hier sehen wir auch schon den ersten kleinen Routing-Unterschied. Denson hat sich entschieden, nach dem Onkel trotzdem einfach direkt rauszugehen. Und Lost in Pain macht ja weiter mit dem Castle. Ich persönlich mag den Play von Lost in Pain an der Stelle ein bisschen mehr. Er ist jetzt schon mal da, er kann, hat die Waffe, kann hier alles machen. Und wenn er jetzt am Ende nicht weiterkommt, weil Denson, der hat ja in der Sank danach ja durch das Save and Quit, hat er den Schlüssel gefunden. Das heißt, Leute Lost in Pain sich dazu entscheiden, noch weiterzugehen. Ich denke, für ihn ist es ja auch kein Problem, ohne Lampe weiterzumachen, aber wird dann später im Dark Cross dann seine Sackgasse finden. Mhm. Ja. Das stimmt. Ich bin mal gespannt, ob er sich überhaupt entscheidet, nach Zeldas Zelle noch weiterzumachen. Ja, oder und ich. Genau. Und bei Denson hatte ich vorhin auch noch Map-Check gesehen. Wir haben Red Crystal auf Eastern, Blue Crystal auf Desert und ein Pendant an Hera. Mhm. Ja, genau. Der Modus eben All Dungeons. Von daher. Da ist ein Hammer. Mhm. In All Dungeons sieht man auch durchaus auch, dass einige Wanderer gar keinen Map-Check machen oder zumindest auch sehr, sehr spät erst. Weil man halt die Dungeons eh alles später spielen muss. Aber ja, das kann auch sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Auch noch natürlich eine Erwähnung an Darkness Link. Das ist heute unser Tracker, der also dieses Spiel hinter den Knöpfen begleitet. Ja, und du hast absolut recht mit dem, was du gesagt hast. Lost in Pain macht hier noch den Death Warp. Macht dann aber ein Safe and Quit. Hat es wahrscheinlich gerade doch überlegt, aber sich dann anscheinend dagegen entschieden. Sieht jetzt halt, da ist der Schlüssel, okay. Ich wäre eh nicht weit gekommen. Aber auch die Sache, es könnte ja trotzdem was im Dark Cross liegen. Noch außerhalb der Logik, wir haben ja keine Lampe und kein Fire Rod. Mhm. Und wir haben ja gerade gesehen, dass Denson einen kleinen Gempel eingegangen ist. Er ist ohne Bomben in Blind Sideout hineingegangen und hat gehofft, dass er in einer dieser Kisten Bomben finden wird, was auch zu seinem Glück so war. Denn sonst hätte er die Kiste hinten nicht öffnen können.
Ja, ist immer schwierig, ob man jetzt dieses Gamble eingehen will. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht so gering, dass du da Bomben findest, aber solltest du keine finden, ist das halt unglaublich ärgerlich. Du hast halt diese 4 Kisten abgegrast und dann musst du auch wieder diesen Weg hingehen und ich finde, sowas nervt halt megamäßig. Auf jeden Fall. Und vor allem, was man halt auch bedenken muss, wir haben Startboot und es gibt vor Kakariko ein paar Felsen, die man aufbonken könnte, um an eine Bombe zu kommen. Wodurch man eben dieses Risiko eigentlich komplett umgehen kann. Wenn man von der Lost in Pain uns das gleich zeigen wird. Ja, aber in der Zeit hat Denson ja schon mal die Flöte gefunden. Ein letztes Convenience-Item auf Freedom Seed. Ja. Das sieht man auf jeden Fall sehr gerne. Macht jetzt auch das Erkunden der South Shore super angenehm. Kleines Problem auf der anderen Seite für Denson. Er hat nicht genug Geld für einen Bottlewender. Und das wird für Lost in Pain anders aussehen, denn er kann noch. Ja, genau. Lost in Pain zeigt jetzt erstmal hier die Bonkoks. Und da hat er die Bombe bekommen, hat sie auch direkt aufgesammelt. Deswegen man sie gar nicht gesehen hat. Kommt sicherlich auch noch eine zweite Bombe. Ja, ist immer schön zu wissen, dass man weiß, dass gewisse Orte ja eigentlich so diesen 100% Drop haben oder auch 50% Drops. Man zum Beispiel, es gibt ja auch so Büsche und ein paar Steine, wenn du die hochhebst, also ganz bestimmte, dann hat man ja auch so eine gewisse Chance, dass da auch wirklich eine Bombe zu finden ist. Ganz genau. Ja, und so diese Orte zu kennen, ist halt auf jeden Fall auch eine Sache, die einem in manchen Cheats dann eben einen echten Vorteil geben kann. Oh ja, richtig, Denson zeigt es gerade. Wir haben schon das Powder und einen Hammer gefunden. Damit ist die Magic Baton Logik. Und das ist halt durchaus eine Location. Wenn das Powder und der Hammer so früh liegen, ist da meist auch was Wertvolles drauf. Mal schauen, ob es heute auch so ist. Nö. Kann man so oder so sehen. Bomben können auch je nach Situation wertvoll sein, aber ich denke in diesem Fall nicht. Ja, jetzt nicht unbedingt das Item, nachdem die Runner hier gesucht haben. Aber allerdings, ich finde so jetzt, so nach dem Kakariko und dem Wald, ich meine Hammer, Wasserschwert, Flöte ist eigentlich schon eine ganz nette Sache, damit zu starten. Auf jeden Fall. Und wir haben es gerade auch gesehen, der Bottlewender auch nur mit einem Herzteil. Das heißt also, da hat Denson jetzt auch kein wichtiges Item geskippt. Und er hat ja sowieso noch die Flöte, kann also auch jederzeit nach Kakariko zurückgehen und den Bottlewender relativ schnell hinterher rauben. Ja, natürlich das, was man als letztes sehen möchte, wenn man gerade Bomben gekauft hat. Im nächsten Check direkt Bomben. Ja, that's rando. Ja, und vorhin jetzt auch wieder gezeigt, ne, wie praktisch eine Flöte ist. Hätte man sie jetzt vorhin nicht gehabt, dann würde man eigentlich auch in den meisten Fällen bei Kakeriko, wenn man da durch ist, ein Safe and Quit machen und dann in Links Haus starten und dann erst wieder runterlaufen. Hier einfach zu 7 Flöten und schon stehst du genau vorm Damm. Also, sehr praktisch. Auf jeden Fall. Beschleunige ich hier eben das ganze Movement dann im Early Game. Ja. Jetzt die Minimal-Dome Cave, nochmal 5 Items. Und dann werden wir, glaube ich, langsam auch wissen, was das Seed von uns möchte. Wo es denn weitergehen soll oder vielleicht auch nicht. Ne? Da müssen wir doch noch ein bisschen an die etwas unangenehmeren Orte gehen. Ah, Aber jetzt kleiner. mit Boots und Flöte wäre sogar Agina auch noch relativ angenehm. Da kommst du auch relativ schnell hin. Zu Fuß halt auch wieder so ein Check, den du eigentlich sehr, sehr weit nach hinten schieben würdest. Auf jeden Fall. Agina mit Flöte ist immer relativ wirklich schön. Wir haben gerade so eine kleine
Sache bei Denson gesehen. Er hat sich entschieden, von der Mini-Moldum Cave zum Icewood Cave zu laufen. Das ist mit der Flöte tatsächlich ein paar Sekündchen schneller. Nicht viel, aber halt sozusagen ein kleiner, unnötiger Timeloss an der Stelle. Ja, und ich denke, und man soll vorstellen, ich meine, beide sehr starke Runner, da kann auch schon vielleicht der ein oder andere kleine Timeloss manchmal schon entscheiden. Absolut. Lost in Pain hat ja vorhin erst sein drittes Race gehabt. Für diejenigen, die es noch sehen wollen, eine kurze Spoilerwarnung. Aber das war ein Race, das dann tatsächlich auch mit 10 Sekunden Unterschied ausgegangen ist. Also, ja. Hat er gewonnen, steht damit jetzt in der Gruppe 2-1. Für Denson eben das erste Spiel, also für Denson ist es jetzt sozusagen der Auftakt in diese Gruppenphase. Hookshot und auch noch hinter den Flippers. Also, das ist lecker. Ja, aber bis jetzt, was kann der Hookshot uns aktuell bringen? Oh, Death Mountain. Nicht. Ach ja, stimmt, wir haben die Flöte. Ich habe gerade die ganze Zeit geschaut, wo ist der Handschuh, aber stimmt ja, die Flöte gibt uns ja auch Zugang, Death Mountain, ja, Paradox Cave. Mhm. Da sage ich nicht nein zu. Denson checkt vorher noch den Bottlewender. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich für den Backend tradet. Genau, das tut er auch. Ja, hat hier auf dem Berg jetzt alles in der Lightwood offen. Zwar nicht in Logik, aber lass jetzt die Flippers halt einfach in Eastern Palace liegen, die den Hookshot locken. Und dann sparst du dir halt ein, zum Beispiel vielleicht einen Eastern Palace-Dip. Wenn du auf dem Berg hier irgendwo noch einen Bogen findest, wäre das theoretisch vielleicht ein abschließbarer Dungeon gewesen. Ja, währenddessen halt, wie du gerade Eastern Palace und Eastern so ansprichst, Lost in Pain jetzt in der Eastern Area. Mal gucken, jetzt, ob er jetzt nicht nur Sahastallas Closet checkt. Vielleicht geht er auch nochmal rein. Nein, jetzt geht er wahrscheinlich garantiert rein. Wir haben jetzt den Bogen. Und ich denke, da bietet sich das direkt an, diesen Dungeon auch entsprechend abschließen zu wollen. Mhm. Genau. Und du sagst es ganz richtig, zu wollen. Sicher ist es nicht, dass Lost in Pain den Dungeon abschließen kann. Wir haben nämlich noch immer Boss Shuffle. Ach ja, stimmt und, ja. Und wenn er Pech hat, ja. Oh, und apropos Flippers, da sind die Flippers bei Denson. Gerade aufgetaucht hier im Spectacle Rock Cave. Damit ist also auch der Hookshot in Logik. Ja, was für Lost in Pain jetzt richtig unschön wäre, wenn hier als Boss ein Argus in Eastern Palace wartet. Denn Denson hat bereits den Hookshot, Lost in Pain noch nicht. Das heißt, Denson würde, wenn er nach Eastern Palace geht, den Dungeon abschließen können mit Argus. Und würde sich damit noch einen ordentlichen zeitlichen Vorteil rausspielen können. Auf jeden Fall. Denson gerade ein bisschen etwas ärgerlich den Bombjump im Speckle Rock nicht geschafft. No. Kostet ein paar Sekündchen, ist jetzt nicht so schlimm für ihn, weil er letztendlich ja eh hier erstmal rüberhucken möchte. Er hat keinen Mirror und kann eh nicht auf die Art und nach Hera kommen. Aber ja, es fühlt sich nicht gut an natürlich, wenn das passiert. Ha, okay. Das ist ein Handschuh für Lost in Pain. Ja, da wären wir jetzt nur noch eine Moon Pearl von Darkwood entfernt. Ja, so ist es. Ich bin mir nicht sicher. Das war sogar schon das dritte Item gerade. Genau, das war schon das dritte Item. Das erste Item war ein Red Rupee. Ah, stimmt. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, Lost in Pain hat jetzt den Kompass. Der Kompass liegt wohl in der Wiki-Chest und... Oder auf dem Boss erst. Einmal, ja, um wieder zu tippen, welchen Boss wir dann da haben. Mhm. Ja, für Denson auf jeden Fall in dieser Situation. Oh, Lost in Pain nur noch mit einem Herz. Aber hat's geschafft.
Oh, muss ja aber aufpassen, dass ihr die Antifi erwischt. Sehr gut. Ja, für Denson jetzt mal ein massiver Vorteil, wenn er jetzt in Dungeons reingeht, er hat schon ein Bombus-Battalion gerade gefunden. Spectacle Rock Cave. In Paradox Cave. Und könnte damit also auch einen Coldstar besiegen. Mit dem Hookshot kann er einen Argus besiegen. Also er hat da schon viel mehr besiegbare Bosse als Lost in Pain zurzeit. Der hier gleich uns verraten wird oder zeigen wird, was in Isan Palace wartet. Ein Argus. Oh Gott! Das hast du vorausgesehen, oder? Ich hab's gecursed. Ich hab's gecursed. Das ist der Commentator's Curse. Es tut mir leid, Lost in Pain. Ja, wie du sagst, für Denson später, ne? Er hat den Hookshot und kann dann noch ohne Probleme sich dann Argus widmen. Mhm. Aber Denson hat gerade einen kleinen Fehler gemacht, glaube ich. Yep. Er hat nämlich das Herzteil von dem Dodongo aufgesammelt. Oder von dem Minimoldon vielmehr. Und wenn man das macht und ist jetzt noch geflogen, dann geht der Herapod, zumindest mit dem Setup, was er hier versucht, nicht mehr. Oder? Doch, tut es. Okay, ich habe nichts gesagt. Genau, wo gerade nochmal Fragen im Chat kommt zum Modus. Der Modus ist ein All Dungeons mit Boss Shuffle und als Bonus haben sich die Wanner noch Startboots geben lassen. Und übrigens haben wir, glaube ich, noch total unterschlagen. Denson hat übrigens auf dem Berg auch noch den Sumaria gefunden. Mhm. Auch das stimmt. Ein sehr, sehr praktisches Item. Ja, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so relevant. Man kann damit den einen oder anderen Raum, wo man vielleicht die eine oder andere Statue schieben muss, vielleicht noch ein paar Sekunden einsparen. Aber auf der anderen Seite, da wir sowieso alle Dungeons machen müssen, haben wir dadurch auch die Möglichkeit, Maya zu machen und können uns auch in Turtle Rock reinbewegen, wenn wir entsprechend rein können. Genau. Da sind wir natürlich noch ein Spy-Handschuh oder in Lost in Pains Fall ein Handschuh von entfernt. Aber ja. Was natürlich auch noch schön ist, Ice Palace für den Icebreaker. Auf jeden Fall. Ja, und Hera, Tower of Hera wird heute mal von einer Motte bewacht. Oder das war Moldorm, wurde zu einem, wie heißt das nochmal? Verpuppt sich und daraus kommt Mossula raus. Könnte auch sein. Ja, so ein großer Wurm, wie das ist. Vielleicht ist es gar kein Wurm, sondern wirklich eine Raupe. Ja, und hier ist auch schön von Lost in Pain den Rulian Room. Ne? Bereitet sich schon vor für Sora. Ne? Nur noch ein bisschen mehr wie 50. Naja. Bin ich jetzt gerade ein bisschen unachtsam von ihm, dass er nicht nochmal 5 Rubies mehr mitgenommen hat. Er hätte da noch 5 Rubies rumliegen im Rulian Raum. Ja, aber hier haben wir ja auch gleich, wo Lost in Pain ist, da ist ja auch nochmal dieser große Stein. Da ja, ist, sind auch nochmal 20, aber hier nochmal okay. 2 20er, schöner Stunt-Price. Oh genau, oh, da hat einfach auch mehr aufgepasst als ich. Hat einfach mehr aufgepasst als ich und der Stunt-Wurf sind 20 Rupees, dann ist das sehr entspannt. Und hier ist auch nochmal ein 20er. Ja. Aber jetzt ist vielleicht noch die Frage, wo ist denn die Progression hier? Also irgendwo muss ja die Moonpearl liegen. Ja, also wir waren, Agina waren wir jetzt noch nicht. Ja, wir werden jetzt auch nochmal weitere Watercheck sehen. Denson ist ja nur eben bis zum Hobo. Hat sich dann halt die Sora-Area mit dem mit der Waterfall, was wir wissen, ist in Logik, da der auf dem Berg die Flippers liegen. Ne? Lost in Pain macht das halt noch aktuell außerhalb der Logik und findet auch die Moonpearl. Ja, weiß dann eben durch diesen Ort. Genau. Genau. Und Lost in Pain weiß eben durch diesen Ort jetzt auch ganz genau, die Flippers müssen irgendwo in der Lightwood liegen. Bin mal gespannt, ob er sie gleich sucht oder ob er sich da noch entscheidet ein bisschen länger. Aber jetzt wird er sich gleich erstmal ärgern, wenn er noch den Hookshot findet. Naja.
Das ist natürlich so der Moment als Runner, wenn du halt vorhin erst bei dem Argus standest in Isan Palace und weißt, ach du meine Güte, da kann ich jetzt hier nochmal zurücklaufen. Nochmal 2,5 Minuten für nichts. Ja, dann sind wir diese 2,5 Minuten sparen. Hat den Hookshot, kann auch hier, auch wenn es auch wieder nur ein kleiner Zeitvorteil ist, halt, ich glaube, da liegt ja eigentlich die Karte drin, sich da eben mit dem Hookshot rüberhucken und muss ja nicht extra diesen Raum oben noch langlaufen. Ja, genau. Also, ist auf jeden Fall ein kleiner Timesave. Gar keine Frage. Ja. Und Lost in Pain. Achso, hatte er doch mal einen Waterwalk aufgesetzt, schätze ich. Und Zorro Ledge hat auch nur ein Herzteil. Das wird er sich nicht holen. Hätte sonst auch ohne Flippers die Möglichkeit gehabt, eine sogenannte Splash Deletion aufzusetzen, bei der man dann eben mit dem Bogen ein paar Mal gegen die Wand schießt, ein paar Bomben legt und dann plötzlich schwimmen kann, wie das halt auch in der echten Welt so ist. Ja, klar. Also ich trage auch jeden Tag einen Bogen und ein paar Bomben mit mir rum und gehe damit ins Freibad. Wer tut das nicht? Ja, wie macht Lost in Pain weiter? Okay. Ja, letztlich da kommt er nicht mehr zurück. Ich meine, was hatten wir jetzt darauf? Bombos und den Somaria. Ja. Na, und natürlich die Flippers. Und die Flippers, genau. Ja. Ist jetzt nicht schlimm, das an der Stelle erstmal zu skippen für ihn. Das sind Items, die werden relevant, aber die werden halt erst später relevant. Und ich denke nicht, dass er das jetzt zu lange liegen lassen wird. Ärgerlicherweise für ihn, wenn er oben ein Fireboard gelegen hätte, dann hätte er nämlich jetzt gleich auch schon Skalwurz abfließen können. Was er so jetzt erstmal dippen wird. Ja, währenddessen Denzen auch schon jetzt seinen zweiten Dungeon gleich abschließen kann. Und dank dem für ihn zu dem Moment gewesenen Out-of-Logic Hookshot. Ganz genau, ja. Jetzt einer dieser Räume, wo eben das Somario auch ein bisschen Zeit saved bei Lost in Pain. Ist aber auch sehr gut ohne Somario durchgekommen. Und wird dafür epischerweise mit einem Small Key belohnt. Ja, und währenddessen, genau, Denzen mit seinem zweiten Dungeon und seinem ersten Kristall und der Kompass lag tatsächlich auch noch auf dem Boss. Ja, super. Du musst den Boss besiegen, um zu wissen, welcher Boss im Dungeon ist. Ja, also ja. Bei den Boss-Staffeln ist das ja, glaube ich, so, dass der Kompass sogar ausnahmsweise mal einen cooleren Nutzen hat, wie wenn man jetzt normalen Standard spielen würde. Da würde der ja nur ansagen, der Boss ist hier am Ende des Dungeons durchgezeichnet den Totenkopf. Aber hier im Boss-Shuffle zeigt er wirklich an, welcher Boss da ist. Und wenn man den Kompass natürlich auch mal früh findet, dann kann man da auch mal eben einen kleinen Blick in die Dungeon-Map reinwerfen. Dann sieht man, ich kann den machen oder ich komme vielleicht später wieder. Ne, so wie Lost in Pain das macht. Und jetzt habe ich es übersehen. Weil der Lenmolas waren das, also der Desert Palace Boss. Also theoretisch sehr entspannt, aber er müsste erstmal hinkommen und das ist ohne Firewatch nicht möglich für ihn. Ja, wird sich jetzt auch erstmal dann andere Ziele suchen. Ja, Denzen macht sich jetzt auch auf dem Weg zu den restlichen Waterchecks, wird halt gleich über seine Moonpearl stolpern. Hat jetzt eben noch nicht genug Geld, um Sorber zu checken, das ist jetzt nicht weiter schlimm für ihn, weil da eh nur... ein Spiegel bei Lost in Pain. Ja, also Sorber zu skippen ist jetzt nicht weiter schlimm für Denzen, da lag nichts Wichtiges drauf. Ja, also wir wissen, dass das nichts Schlimmes ist, aber ich denke, dass das kann Denzen trotzdem möglicherweise eine ganze Weile beschäftigen. Ne? Das, auf jeden Fall. Vor allem, wenn irgendwann die Checks ausgehen, dann wird Sora immer mehr gedanklich in den Vordergrund rücken.
mit der Sache, ich hätte den früh machen können, wenn der jetzt wenig Progression hätte und was ist, wenn Item XY drauf liegt und mein Gegner hat Sora früh gemacht, könnte mich das nach hinten werfen? Oder wie sehr würde mich das nach hinten werfen? Ganz genau. Also auch durchaus eine Location, die er möglicherweise später nochmal einbauen wird, vielleicht mit Catfish zusammen. Ist alles vorstellbar. Ja. Lost in Pain mit dem Mirror, den er hier gerade gefunden hat. Ein super wichtiges Item, kann damit hier jetzt gleich die Graveyard Ledge schon mal checken. Und theoretisch eben auch Kingstomb mit dem Mirror. Mit Denson, wenn er den Mirror gleich auch abholt, schon wieder eine kleine Sache, die einfach auch sehr gut für ihn läuft. Er hat schon die Flippers, er hat den Hammer, er hat den Hookshot. Denson könnte, wenn er den Mirror abholt, auch Desert Palace, Swamp Palace abschließen. Oh ja. Außer wir haben da irgendeinen Boss, den er noch nicht machen kann, sowas wie ein Trinex. Dann nicht. Ja. Tatsächlich wird die Auswahl an unbesiegbaren Bossen bei Denson bereits ziemlich klein. Er kann alles außer Trinex kann er besiegen. Das ist, ne, den einen vielleicht ein bisschen einfacher. Bei dem anderen natürlich auch ein bisschen schwieriger, so ein, zum Beispiel einen Argus, da hätte ich aktuell noch mit dem Equipment nicht so die große Lust drauf. Ja. Ja, es gibt auch einige Kämpfe, die halt einfach unheimlich lange dauern. So ein Vitrius mit Master Sword. Ja. Ja, aber geht auf der anderen Seite gibt es aber auch Gegner, also Bosse, die werden interessanter, auch einfacher, wie zum Beispiel die Motte. Ne? Die ist halt ohne den Boden und den Spikes ist sie oftmals eher nur noch ein müder, flatternder Wind. Kurz, kleines Problem für Lost in Pain. Er hat einen Rupee zu wenig. Oh nein. Ich hoffe, Lost in Pain, du weißt, was der Sunpreis ist. Yep, tut er. Und wird dann auch gleich nochmal mit 300 weiteren Rupees hier im Chess Game belohnt werden. Ja, bei Denson steht jetzt eine spannende Entscheidung an. Wir haben Boss-Shuffle. Man muss das Attic nicht aufpumpen, man muss die Maiden nicht aus Heathstone retten. Man kann direkt zum Boss gehen. Macht das oder geht er nach hinten? Da ist die Antwort, er geht nach hinten. Da bin ich mal gespannt, ob Lost in Pain sich da auch zu entscheidet. Die Sache ist halt, das ist jetzt ein relativ weiter und langer Weg, den Denson hier läuft. Für, ich glaube, zwei Items fehlen noch. Ja, müssten zwei sein. Ich hab's aber jetzt auch nicht mehr so mitgekriegt. Ja. Und auf jeden Fall könnte er sich halt diesen ganzen Weg unter Umständen sparen, wenn jetzt hier hinten eben kein wichtiges Item liegt. Es gibt halt viele andere Orte, die einfach ein bisschen mehr Item-Density haben. Also das sieht man häufig bei vielen Runnern, dass halt Thiefstone in Boss-Shuffle der hintere Teil geskippt wird. Natürlich, wenn es jetzt gut für ihn läuft, findet er hier irgendwo ein Ice Rod. Dann, ja, ist das eine sehr, sehr gute Entscheidung, das so zu machen, wie er es macht. Ja. Lost in Pain hat sich hier gerade auch ein bisschen, wenn Thiefstone verlaufen, wie es aussieht. Oh, und da ist nochmal das zweite Item, 300 Rupees, ja. Wo gerade nochmal die Frage im Chat gekommen ist, man muss tatsächlich in dem Modus das Attic nicht aufpumpen, generell nicht, auch wenn da in Thiefstone ein Blind ist, dann steht Blind einfach in seiner Arena und ist quasi direkt im Kampf bereit. Ja, aber Lost in Pain macht es ganz genauso. Trinex. Denn du hast... Ah ne, der hat noch gar keinen Spiegel, stimmt ja. Nee. Der liegt ja auf der Bumper Ledge. Ich hab's gerade mit Lost in Pain verwechselt. Aber ja, ärgerlich, wenn Trinex auf in Thiefstone. Also wir kommen dann da wohl erst wieder, wenn wir ein Fire und ein Ice Sword haben. So sieht's aus.
Aber und dann wird hier schön getrollt von so einem Schädel. Das ist immer ärgerlich. Man möchte einfach nur schnell durch diesen Busch durch und dann liegt da so ein Schädel drunter, der muss dann erst aktiviert werden und ach, kostet alles Zeit. Ja, und was jetzt für Denzen unter Umständen ein bisschen problematisch werden könnte, er hat den Mirror jetzt erstmal liegen lassen, wie es aussieht. Ich sehe jetzt nicht, dass er so schnell zur Bumperledge zurücklaufen wird. Entscheidet sich wohl für die Südroute und wird wahrscheinlich dann zumindest denke ich in nee, der kann Swamp nicht machen. Ja, wird wahrscheinlich dann Richtung sich vielleicht Richtung Pott bewegen. Könnte er abschließen, sofern der Boss auch abschließbar ist. Das vergesse ich immer wieder. Ja gut, aber wir haben jetzt schon einen Trainix gesehen. Im Full Boss Shuffle ist es so, dass es drei Bosse gibt, die zweimal auftauchen. Welche drei Bosse das sind, ist zufällig. Wir könnten einen zweiten Trainix haben. Aber ja, wenn man jetzt schon mal einen Trainix gesehen hat, ist es mit Densens Equipment quasi nahezu sicher, dass er mit dem Boss jetzt kein Problem mehr haben wird. Ja, aber was eben ärgerlich ist für ihn, dass er jetzt den Spiegel nicht hat, er wird jetzt hier gleich an dem Ort vorbeilaufen, wo man sich für K45 mirrorn könnte. Kann er halt nicht machen. Ist so ein Check, den er dann später nochmal komplett isoliert machen muss, wenn er noch nicht im Go-Mode ist. Ja. Und davon gibt's halt so ein paar, die übers Spiel verteilt sind. Und das ist eine Sache, die Lost in Prank hier auch wieder ein bisschen dranbringen wird, nachdem er halt im Early Game durch diesen Argus in Isan Palace auf jeden Fall schon mal ein bisschen Zeit verloren hat. Ja, und was gerade auch im Chat mit aufgefallen ist, das Arrow-Symbol bei Lost in Pain, das zeigt Silvers an, aber ich habe leider nicht mitbekommen, wo die Silvers lagen, also der zweite progressive Bogen. Da muss ich zugeben, das habe ich genauso wenig. Densen hat sie hingegen nicht. Also Ja. müsste das irgendwo sein, wo halt Lost in Pain war, wo Densen halt ja entsprechend nicht war. Ja, klar, ist ja logisch. Densen war jetzt in Skywoods, hat er nicht reingesehen. Also über die Nordroute war er nicht drin. Also ich glaube, es lag da wohl da drin. Oder in Kingstown oder Graveyard Ledge. Habe ich jetzt auch nicht ganz In aufgepasst. Graveyard Ledge lag nur irgendwie 20 Mark oder so drauf. Okay. Ja, ich denke, wir werden es noch früher oder später sehen. Ja, was wir jetzt bei Lost in Pain aber auch gerade gesehen haben, in K45 lagen auch nur 20 Rupees. Also das ist jetzt eine Sache, die für Denzen erstmal nicht weiter problematisch wird. Der Eisrot, der hier hinter der Schaufel liegt. Ja. Ja, okay. Ja, den brauchen wir definitiv. Den will man haben. Und das ist so eine Kleinigkeit, wo jetzt einfach der Mirror auch wieder schön Lost in Pain geholfen hat. Denn er konnte das halt gleich mit Stumpy zusammen routen. Denzen muss da nochmal separat hingehen. Für die Schaufel. Was eben für ihn dann auch ein sehr isolierter interner Check ist. Das war nicht sonderlich lange gedauert, aber trotzdem. Ja, und gerade die Antwort vom Chat kommt im Dark Cross laden nicht so was. Ah. Okay. Da habe ich gar nicht drauf. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Krass. Wir sind tatsächlich auch schon in der Situation, wo man schon mal vorsichtig überlegen kann, was wir im Stream jetzt noch für Items finden müssen, damit wir wissen, was man zum Abschließen des Seeds braucht. Denn so viele Items fehlen ja nicht mehr. Nein, also klar, definitiv. Also Flöte, ich weiß nicht, ob beide gut komfortabel sind ohne Lampe, aber wir brauchen trotzdem immer noch eine Feuerquelle. Also uns ist immer noch unbekannt, wo der Feierort liegen wird. Vom Spiegel ist uns schon bekannt, dass der auf der Bumper Ledge liegt. Also uns fehlt wirklich nicht mehr so viel. Genau. Was uns vielleicht noch hier oder da einen kleinen Strick drehen könnte aktuell. Uns ist auch nicht bekannt, wo Quake liegt, und wir wissen ja halt auch noch nicht, welchen Zugang wir für Meier und für Turtle Rock benötigen. Genau. Aber das sind eigentlich die drei Items, die wir noch, von denen wir noch nicht wissen, wo sie liegen. Der Fire Rod, das Quake-Medaillon
Ach ja, und die Mütze natürlich noch. Ja, stimmt, genau. Ja, und ja, wir wissen ja auch noch nicht, vielleicht ist das Buch auch noch wichtig für uns, sollte irgendein wichtiges Item auf dem Tablet liegen. Mhm. Genau, also so die Zwischen Items können natürlich noch alle auftauchen und das kann noch immer eine ganze Weile dauern, bis die hier tatsächlich auch gefunden werden. Ja. Aber so viel ist es halt nicht. So, hier kriegt Lost and Pain gleich auch seine Flippers und da sind schon mal die Mits. Oh, okay. Denson freut sich darüber erstmal. Tatsächlich weiß ich gar nicht, ob das für ihn gerade eine gute Nachricht ist. Weil den Mirror bringt es eher weiter weg von ihm. Ja, gibt ja halt wieder neue Zugänge. Gesehen, kannst du jetzt Eis machen. Je nach Boss natürlich, aber du hättest den Zugang für Eis selbst. Du hast den Zugang zu Turtle Rock. Mhm. Ne, und puh, ja, schwierig. Genau. Dark Death Mountain hast du auch offen. Die Maya Area ist offen mit den Mits. Und sollte jetzt der Firewatt auch noch relativ zeitnah auftauchen, dann weiß ich nicht. Also das, dann wäre das eine Sache, die hier für Lost and Pain plötzlich ziemlich gut aussehen könnte. Der jetzt eben auch gleich erstmal seinen ersten Crystal in diesem Ziel holen wird. Stimmt gar nicht, das ist ein Pendant. Stimmt. Was rede ich denn da? Oh, okay. Das ist der Firewatt. Ha. Das heißt, wenn... Schön, den jetzt in den Händen zu halten. Ja. Also, der Chat hat es gesagt, eine Sache, die für Denson jetzt hier sehr vorteilhaft sein könnte, also Klavitz muss er jetzt abfließen. Und wenn er jetzt Klavitz macht, kann er halt danach auch sehr schnell noch zur Bumperletz rüberlaufen. Wenn er das tut, wäre das auf jeden Fall sehr von Vorteil für ihn. Ja, aber der Firewatt wäre schon ein guter Hinweis dafür. Ja. Aber die Sache ist halt, es sind jetzt viele andere Sachen für Denson aufgegangen mit den Mits und dem Firewatt. Also er kann jetzt quasi garantiert Turtle Rock abfließen. Er kann. Wir müssen bedenken, in Turtle Rock braucht man halt wahrscheinlich auch kein Eiswort. Der Eiswort ist halt auch so ein Problemspot. Ja, vielleicht später. Ich weiß nicht, wenn. Jetzt hat Denson auch die Möglichkeit, oder? Nee, doch nicht. Ja, dafür braucht er einen Spiegel. Nee, blöd. Weil jemand kam jetzt auf die Idee, vielleicht will er irgendwann nochmal die Smith Chain nochmal anfangen, aber da muss er ja spiegeln, um den ausbuddeln zu können. Und der Spiegel ist ja ganz woanders. Ja. Das ist richtig. Also jetzt haben wir auch so eine kleine, weitere kleine Sache, die für Denson gerade einfach unglücklich ist. Er hat kein Mirror. Und das heißt, er muss jetzt hier einen Deathrop aufsetzen im Dark Maze. Und das ist manchmal schwerer, als man denkt. Denn wenn die Dodongos einfach doof stehen und keine Feuerbälle auf einen schießen, dann, ja, sucht man sich hier dumm und dämlich nach einer guten Möglichkeit für zum Deathroppen. Mit Redmail sind Bomben leider keine wirkliche Option mehr. Nee. Ja, das versucht er jetzt, aber... Das ist einfach so ein Beispiel dafür, warum der Mirror auch einfach ein starkes Item ist. Ja, super ärgerlich für ihn. Das kostet jetzt sehr viel Zeit und das ist halt in dem Fall einfach schlecht gelaufen. Ja, und wird hier nochmal richtig von der Redmail getrollt. Und deswegen
weigere ich mich immer, die Red Mill mitzunehmen, wenn ich kann. Ja, es ist, ich sag mal so, und ich kann damit sicher auch ganz beruhigt sagen, das sind beides sehr erfahrene Runner. Die hätten, glaube ich, auch nicht mal ein Problem, wenn die nur auf Greenmail unterwegs wären. Ganz genau. Ja, also die Redmail kann wirklich manchmal einfach mehr Zeit kosten, als die einem Nutzen bringt. Gerade wenn man halt eben das Camera hat und DevOps machen möchte, dann kann sowas passieren. Ja. Hätten sie mal den Deutschen halt Item Pool gespielt, dann gäbe es eine Blue Mail. Das ist richtig. Ja, wir müssen jetzt aber mal festhalten, wenn Lost in Pain sich jetzt entscheidet, nach Pod zu gehen als nächstes. Er hat ja den Sumaria gefunden, auch im Paradox Cave. Dann wäre es für ihn wirklich so, wenn mit Turtlebox und Maya nicht Quakelocked sind, könnte Lost in Pain hier nach Pod im Quasi-Go-Mode sein. Oder Schrödingers Go-Mode, wie ich es gerne nenne. Macht sich jetzt auch auf den Weg dahin. Also wird dann auch entsprechend gleich den Feierort wohl einsammeln. Ja, das sieht stark danach aus. Puh, okay. Also, wenn man an der Stelle hier Denzen findet, dann muss man auf jeden Fall jetzt echt hoffen, dass hier noch ein wellenförmiges Medaillon gebraucht wird, um entweder nach Maya oder nach Turtlerock zu kommen. Das würde dann entsprechend die Zeit geben. Natürlich, dass er auch das auch noch vor Lost in Pain findet. Genau. Naja, dann Lost in Pain. Der ist der zweite Arge schon. Okay, also das erste Duplikat ist bekannt. Auch nochmal eine gute Nachricht natürlich für Denzel an der Stelle. Das ist hier ein Boss, ist der jetzt auch ab. Also das ist jetzt eben zweiter Argus ist und kein zweiter Twinix. Ja, und wie du ja vorhin gesagt hast, drei Bosse können doppelt auftauchen. Und ja, in Eastern war das schon. Und jetzt in Pot auch. Ne, also wir haben jetzt beide Argusse schon weg. Das heißt, dieser wird ein drittes Mal nirgendwo mehr zu finden sein. Genau. Und schon wieder ein Kompass auf dem Boss. So, ich meine, die sind schon an der gleichen Stelle, sind die gleichen Bosse, tragen auch das gleiche Item. Ich glaube, der eine Argus ist einfach nur in die Dark World geflüchtet, aber trotzdem hat es nicht geholfen. Ja. Ja, ich denke auch den anderen Argus und der Lightwird, den wird sich Lost in Pain hier dann auch gleich krallen. Kann eben einfach nach Pod direkt mirrorn, Eastern Palace abschließen. Ja. Und dann hat er die Zeit eben auch, oder hat er das eben auch gelöst, das Problem. Ja, und in der Zeit, Denzen, jetzt mit den Mids, kann er halt andere Checks machen. Das Problem für Denzen ist halt wirklich einfach, die Checks, die er machen muss, sind unattraktiv für ihn. Die sind weit, weit weg. Wohingegen Lost in Pain jetzt gerade schon seine Mids gefunden hat und hier gleich sein Fireboard finden wird. Ja, und Denzen macht jetzt einen sehr vernünftigen, guten Play aus seiner Perspektive. Er geht nach Ice Palace. Das ist ein Dungeon, den er eh abschließen muss. Ja. Er hat einen Sumaria, er kann ihn halt auch so schnellstmöglich quasi durchspielen. Wird natürlich aber trotzdem alle Kisten öffnen wollen. Und solange jetzt kein zweiter Trinex in Eis herumlungert, dann wird diese auch entsprechend abgeschlossen und sackt sich entsprechend auch Crystal Nummer 2 ein. Ganz genau. Oh, Lost in Pain hat nicht aufgepasst und haben dasselbe hier muss in Smolky liegen.
wie du auch vorhin gesagt hast, also bezüglich der Option, die Densen jetzt offen stehen, wann wird er sich da wirklich entscheiden, sich Richtung Spiegel zu bewegen? Ja, und Richtung Eiswort, das sind halt beides eben keine guten Locations. Ja. Und ich denke, Lost in Pain wird sich jetzt gleich mal entscheiden, in die Maya-Area zu fluten, zu schauen, was denn von Maya required wird, nach Turtle Rock zu gehen und zu schauen, was da required wird. Und ja, wenn da halt eben kein Quake gefordert ist, Go-Mode. Und das Schöne für ihn ist halt, er hat jetzt auch sogar noch die Silver Arrows, er hat noch das Tempered Sword aus dem Spike Cave bekommen. Also, viel besser könnte es eigentlich gar nicht für ihn laufen. Ja, und auch einmal einen kurzen Gruß an die Raiders von Speed Gaming Deutsch. Hier seht ihr gerade das Rennen zwischen Lost in Pain gegen Densen. Wir haben hier einen All Dungeons Boss Shuffle mit Startboots. Genau. Und Lost in Pain ist ja bereits möglicherweise im Go-Mode. Wenn denn Quake nicht required ist. Densen muss noch den Mirror und muss noch den Iceward finden. Die beide an sehr unschönen Orten für ihn liegen. Ja. Der Mirror einmal auf der Bumper Cave und der Eisrott versteckt sich hinter der Schaufel. Genau. Übrigens auch ein lustiger requireder Double Dip an der Stelle. Die Schaufel lag nämlich in Thiefstone, wo auch der Twinix wartet. So. Was natürlich auch noch ein kleiner Faktor sein kann, oder auch ein großer Faktor sein kann, ich weiß nicht, wie confident sich die Runner, ich weiß, ein siebenäugiger Moldom in der Elspalace, ich weiß nicht, wie confident sich die Runner in Castle Tower fühlen. Castle Tower ist ein Dungeon, der ohne Lampe ziemlich tricky sein kann. Man kann ihn grundsätzlich sehr relativ einfach mit, oh Gott, schon wieder ein Kompass auf dem Boss. Man kann Castle Tower grundsätzlich ziemlich einfach mit dem Firebird spielen, wenn man dann weiß, wo man mit dem Firebird hinschießen muss, um halt die Torches zu treffen. Ja, wie gesagt, ein bisschen tricky. Wir wissen ja auch noch nicht, wo die Lampe liegt, aber ich weiß gar nicht, wie viel Lust sie auch entsprechend haben, den Castle Tower auch ohne Lampe machen zu wollen. Allerdings auf der anderen Seite, wir haben ja noch ein paar Checks offen. Ja. Wo die Lampe halt noch liegen kann. Wir werden sehen. Falls sie sich nicht findet, denke ich, dass es aber trotzdem wohl wahrscheinlich versuchen werden. Ich glaube nicht, dass sie sich dann noch absichtlich nach einer Lampe suchen. Und in der allergrößten Not kann man sich ja auch sich die Darkroom Map sich da nebenstellen. Mhm. Genau, also eine Map aufmachen von einem Dungeon ist auch in Races immer erlaubt. Auch Notizen und sowas darf man sich also auch alles anschauen. Ja. Denson ist jetzt schon mal relativ gut hier unterwegs in Skywoods. Für ihn muss man jetzt auf jeden Fall hoffen, dass er sich danach, nach Tamato, noch dazu entscheidet, die Bumper Lich zu spielen. Und den Mirror zu holen. Wenn er das tut, hat er schon mal eines dieser beiden sehr, sehr unschönen Items nachgeholt. Wenn nicht, naja. Dann wird das alles noch ein bisschen länger dauern. Ja,
Ja, Lost in Pain entsprechend jetzt nochmal auf dem Weg nach Eastern. Man konnte ja vorhin nicht machen, nachdem ja bemerkt wurde, oh, ich brauche den Hookshot für den Boss. Yep. Genau, also das war so eine Sache, die hier im Early Game ja, sehr, sehr gut, tricky war für Lost in Pain, schlecht gelaufen ist. Weswegen sich Lost in Pain wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt super toll in dem mit dem Seed fühlen wird. Ja. Aber auf der anderen Seite, man konnte es jetzt nochmal auf die Schnelle mit dem Pot verbinden. Also ist dann auch noch relativ okay, finde ich. Weil du warst jetzt halt auch eben davor, spiegelst ihn rüber und hast jetzt nicht diesen extremen Time Loss. Natürlich, ein Double Dip ist immer etwas, was man als Runner so überhaupt nicht haben will, weil naja, kostet halt Zeit. Wenn man halt in Dungeon reingeht, möchte man ja oftmals es auch in einem Rutsch abschließen können. So ist es, ja. Ja, wo gerade die Frage kommt. Also, weil wir gerade leichte technische Schwierigkeiten haben, es ist alles in Ordnung, solange es eine lokale Aufnahme gibt, gibt es da keinerlei Schwierigkeiten. Aber ja, müssen uns jetzt erstmal für die nächsten paar Minuten anscheinend auf Lost in Pain fokussieren. Und ich denke mal, Lost in Pain wird jetzt hier auch gleich erstmal zeigen, woran wir in dem Seed hier sind. Ich würde mich wundern, wenn er jetzt nicht in die Maya Area geht und ja, genau das tut er auch. Ja, jetzt ist es, glaube ich, erst wichtig dafür, Lost in Pain halt wirklich Informationen sammeln, um rauszufinden, bin ich im Go-Mode, ja oder nein. Weil wenn man weiß, dass man im Go-Mode ist, kann man halt entsprechend Ahaha. alles skippen, aber nein, so ist es nicht. Wir können einfach nicht jetzt durch alle Dungeons ruhig rennen, weil, naja, was das Gemeine an Quake ist, es kann einfach so gut wie überall liegen. Also man kann es halt ganz schlecht irgendwie sich logisch zusammenreimen, so hey, es könnte hier oder dort liegen. Nee, Quake kann quasi überall liegen, fast überall. Natürlich jetzt in Maya natürlich nicht, oder hinter Items, die in Maya liegen können, noch. Genau. Und das sind halt nur 12 Stück. Ja, und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht für alle Danzen-Fans im Stream. Denn, ja, dadurch, dass halt dieses Quake noch gefunden werden muss, gibt es eben auch noch, ist Lost in Pain auch noch nicht im Go-Mode. Wird jetzt eben auch noch viele weitere Checks machen. Und, ja, wir sehen das Danzen wieder. Er bekommt ja gleich sein Mirror. Na, ich glaube, so ganz so glücklich war er jetzt nicht darüber, dass er den Spiegel hat doch jetzt doch die ganze Zeit halt liegen gelassen. Er war halt schon bezüglich dem Equipment, was wir zum Start in der Dark World hatten, schon ja sehr früh erreichbar. Yep, absolut. Und da hat sich halt eben auch dann den Pot relativ ärgern müssen mit den Dodongos, mit dem Deathrobben. Generell, Pot ist ein Dungeon, für den man unheimlich gerne, also Palace of Darkness, für den man unheimlich gerne den Den Mirror hat. Spiegel? Ja, Genau. auf jeden Fall. Ja, und sollte jetzt Denzel natürlich sich, falls er jetzt so sagt, ich suche noch weitere Items, sich für die jetzt mögliche Smith Chain entscheiden. Er hat jetzt den Spiegel, er hat die Titans, kann sich so entsprechend Richtung Swamp bewegen, wenn er das mit einrouten will, wird er auch noch seinen Eisrod dann in den Händen halten. Genau. Und dann würde das Race plötzlich auch wieder, beziehungsweise allein durch dieses Quake ist das Race plötzlich wieder ziemlich auf Augenhöhe an der Stelle. Weiter waren wir hier mit guten Chancen. Gerade wurde die Frage gestellt, wo der Eisrod lag. Der Eisrod liegt hinter der Schaufel. Also quasi der Schmutzrod, den muss er danach erstmal wieder sauber machen. Ja,
Stanton hat ja gerade auch seine Info erfahren, dass er Quake für Meyer braucht. Wird sich da vielleicht in dem Moment erstmal nicht drüber freuen. Aber ja, das ist eine tatsächlich für ihn eben eine sehr, sehr gute Nachricht. Folgt jetzt ja Lost in Pain auch auf dem Fuß durch Desert Palace. Ist eben ein Ice Palace vorne. Oder beziehungsweise hat jetzt ein Ice Palace schon abgeschlossen, den Lost in Pain noch nicht hat. Also, ja. Und auch Lost in Pain geht ja nochmal rein für das zweite Item. Auf jeden Fall auch eine vernünftige Entscheidung. Hat ein Item jetzt auf dem Boss gefunden, glaube ich. Mal zur Abwechslung keinen Kompass. Ja. Und möchte jetzt halt sehr, sehr gerne einfach sein Quake-Mittelchen finden. Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, der Meier ist, glaube ich, sogar ein Pendant gewesen. Ich bin mir jetzt nicht so genau sicher. Aber dann könnte sogar Quake auf den GT liegen. Oh, das stimmt. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Oh, wo du das jetzt sagst. Ja. Na denn, wir brauchen ja 7 Crystals, um entsprechend in GT reinzukommen. Und auch da könnte es dann sein, dass gewisse Sachen, die wir für dann für Dependent Dungeons brauchen, da könnte die Progression für solche Dungeons, da wir in All Dungeons haben, auch dann in GT liegen. Oh ja, absolut, absolut. Ah, jetzt hat Lost in Pain noch mal einen Map-Check gemacht, hab ich das leider nicht gesehen. War Meier wirklich ein... Oh ja, doch, tatsächlich, Meier ist ein Pendant. Ja, dann ist das, was du sagst, natürlich absolut richtig. Hm. Ja, weil wir haben ja Hera und Pot, die sind ja schon beide Pendants. Das heißt, wir wissen jetzt, was die drei Pendants sind. Alle anderen sind ja dann Crystals. Und je nachdem sollte jetzt Turtle Rock auch kein Quake brauchen. Die Lösung kriegen wir jetzt gleich durch Lost in Pain. Dann könnte Quake... rein theoretisch auch in GT noch rumliegen. Mhm. Und das ist eigentlich das maximal unschönste Ereignis, was passieren kann. Dass man so ein Item halt in GT suchen oder GT auch als Option hat, wo man reinschauen kann. Ja, aber jetzt schaut er erstmal unter der Fußmatte von Turtle Rock nach, wie es so schön heißt. Nämlich im Hookshot Cave. Ich finde die Entscheidung von Lost in Pain hier zu dem Zeitpunkt auf den Berg zu gehen, naja, nicht so gut, um ehrlich zu sein. Er könnte halt, er weiß halt, dass er das Quake eh noch suchen wird. Für Turtle Rock braucht er einen Bombus, das hat er. Ja, er hat jetzt halt theoretisch eben auch die Möglichkeit gehabt, erstmal die anderen Crystal Dungeons abzuschließen, die er noch offen hat. Also, gerade Swamp Palace hätte auch einen Haufen Items auf dem Weg. Steve Tong könnte den Phoenix besiegen. Und dann könnte er eben Turtle Rock als siebten Crystal direkt mit GT zusammen routen, was einen zweiten Weg auf den Berg ersparen würde. Ja, aber wir sehen jetzt, Denzel macht das mal genauso wie Lost in Pain. Tradet sich jetzt hier erstmal für Turtle Rock. Und
Ja. Wie gesagt, bei Dancen finde ich die Entscheidung ein bisschen besser. Aber ich eigentlich finde, beide Banner hätten ja als Swamp Palace einen in meinen Augen einen besseren Play gehabt. Aber gut, mal schauen, was Turtlebox im Angebot hat. Erstmal schon mal zwei Schlüssel in der Front. Zwei Schlüssel müssen wir mindestens in der Front finden. Also, soweit alles gut. Und dann haben wir halt noch ein paar weitere Items auf dem Weg. Ja. Aber an so einer Stelle ist es halt eigentlich nicht verkehrt, so die Crystal Dungeon zu spielen, für die man halt quasi, wie soll ich sagen, für die man halt eben nur mal einen eigenen Weg dahin laufen muss, wie es halt eben mit Swamp der Fall ist, wie es mit Thiefstone auch der Fall ist. Denn, ja, den Crystal braucht man eh, weil es sind eh die Kisten auf dem Weg. Man sucht den Big Key, zumindest im Fall von den allermeisten Dungeons. Aber ja, vielleicht ist das auch eben schon so ein kleiner Gamble, den die Wanderer hier ich beide einfach nur eingehen, dass sie an der Stelle jetzt unterwegs sind. Stimmt, und auch da spricht der Chat gerade nochmal eine interessante Sache an. Wir haben noch keine einzige Puzzle gefunden. Auch das wäre ja eine lustige Sache, wenn der, wenn das Quake-Medaillon ganz einfach irgendwie auf dem Sackkit liegen würde. Und ja, die ganzen Bottles irgendwo in Stier rumliegen. Das wäre halt auch nochmal so eine richtig ekelhafte Logik-Sache. Ich eben immer noch ein kleines Stückchen weiter vorne. Was eben für ihn jetzt auch extrem gut ist, dass er das Tempered Sword hat. Das spart nochmal richtig Zeit, gerade in diesen späten Dungeons wie Turtle Rock. Beziehungsweise inzwischen ja schon das Stufe 4 sperrt. Spart richtig viel Zeit, gerade bei diesen Late-Game-Gegnern, die halt doch ein paar mehr Hits brauchen. Ja. Muss jetzt hier aber eben auch dieses kleine Plattform-Maze ohne Lampe spielen. An und für sich kann man sich hier in diesem Raum ganz gut orientieren durch die Firebars, aber ja. Mal schauen, wie er durchkommt. Das sieht aber alles sehr, sehr gut aus. Also ich denke, da ist man hat das schon relativ oft gespielt und man weiß meistens auch schon, wie der Weg ist und ich sag mal, auch wenn man das mit der Lampe spielt, diese ganzen Linien, die sind eigentlich total, beziehungsweise denkt man, das ist das totale Tohuwabohu. Letztendlich sind es aber irgendwie nur eine Handvoll Inputs, die du machen musst, damit du einfach durch diese Firebase durchkommst. Ja, genau. Also, wie so oft, wenn man einmal die Strategie kennt für den Raum, dann kriegt man die quasi auch im Schlaf hin, in Anführungsstrichen. Ja, und wie gesagt, also auch, was ich mal auch hier mal vielleicht an den einen oder anderen Runner, der gerne auch jetzt mal mit Rando selber angefangen hat,
gerne auch nahelegen kann. Man darf sich immer sich die Darkroom Maps sich zur Seite nehmen und diese auch als Orientierungshilfe nutzen. Ist auch durch so regelkonform, also muss man jetzt nicht haben, Angst haben, dass man irgendwie betrügen würde. Nee, das ist völlig okay und auch nichts Verwerfliches. Ganz genau. Also jede Art von Notiz, die man sich halt vorher aufschreibt, ist absolut okay. Was natürlich nicht okay ist, offensichtlicherweise ist, wenn man in den Stream des Gegenspielers schaut. Wäre auch sehr unsportlich. Absolut. Ja, wir haben ja unseren ersten Blind in Thiefstown. In Thiefstown? Du meinst Turtle Rock? In Turtle Rock. Der ist umgezogen. Ich meine, vielleicht haben die auch gesagt, die haben ja quasi getauscht, ne? Also, die haben getauscht, ja. Ist ja, die ganze, ja, vielleicht haben sie gesagt, so, gibt ja auch so komische, seltsame Serien im TV. Ne, vielleicht gibt es jetzt das neue Dungeon-Tausch. Und ja, wir werden dann wahrscheinlich eben nochmal von denen hören. Ja, würde Sinn machen. Blind ist eine eigentliche Arena einfach zu hell. Ja, also hier ist es ja super dunkel, ne? Das Ding hat ja nicht mehr ein Fenster. Ganz genau. Deepthrock, das ist ein schöner Name. Deepthrock und das andere Land Turtle Town? Auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, wie ich sonst essen sollte. Das Deepthrock wäre Turtle Town? Nee, was hatten wir jetzt hier? Jetzt bin ich durcheinander. Okay. Ja, Denzel muss jetzt noch immer die Map-Checks machen, weil er eben immer noch diese Angst vor dem zweiten Twinix hat. Ihm fehlt noch der S-Wort. Das ist nicht zu unterschätzen. Aber, was man jetzt auch mal ganz klar sagen muss, sollte Denzel jetzt hier gleich die Schaufel checken, und den Eiswort finden, dann ist er plötzlich, würde ich fast sagen, vorne sogar. Vorne oder gleich auf. Ja, also man darf jetzt auch nicht unterschätzen, Denzen hat schon Skywoods gemacht, hat auch schon Eis gemacht. Mhm. Na, jetzt halt Lost wäre dann jetzt halt nur ein Thiefstown gemacht, aber beide haben das schon gecheckt und da kommst du relativ schnell hin. Also das ist quasi nur so eine halbe Sache. Mhm, absolut. Absolut. Also, ja. Wenn Denzen eben den Eiswort sich abholt und den jetzt nicht last located, was wir ihm echt nicht wünschen wollen, hat er hier plötzlich, ist er hier absolut noch im Rennen. Ja, halt, wie gesagt, wo liegt Quake? Wie gesagt, kann halt überall liegen, auch in einem großen Turm jetzt. In einem möglichen Berg, aber wir haben ja jetzt auch noch keinen Blick on Swamp erhaschen können. Da war doch keiner von den Runnern drin. Auch nochmal 6 Checks. Vielleicht auch Left Side, ne? Eine Ecke in dem Dungeon, der sehr gerne mal geskippt wird. Mhm. Ja, und ich kann es mir in dem Sicht ja auch nicht vorstellen, dass die Runner das machen werden, denn wie du schon sagst, danach ist da noch so ein großer Turm oben auf dem Berg mit einem ganzen Haufen an Items, die man darin finden kann. 20 Items sind es, die GT in einem normalen Seed hat, wenn man kein Key Sanity oder sonst etwas hat. 27 Kisten insgesamt oder 27 Locations und durch die ganzen Small Keys und Big Keys und so bleiben am Ende 20 normale Locations übrig. Also ich sag mal so, mit ganz viel Pech, Schrägstrich Glück, das ist jetzt halt eine Ansichtssache, könnten wir sogar den Quake mal in einer Big Chest von GT sehen. Ist eigentlich eine Chest, die nicht so oft geöffnet wird. Das stimmt. Die GT Big Chest ist so eine klassische Chest, die auch im Rando quasi keine Rolle spielt normalerweise. Und von daher, es wäre echt lustig, wenn dort mal wieder die Antwort für den Seed liegen würde. Aber ja, Denzen geht jetzt erstmal nach Swamp Palace. Ist auf jeden Fall aus seiner Perspektive ein sehr vernünftiger Play. Ist ein Crystal Dungeon, den er abschließen kann. Also, ja, gar keine Frage. Man
muss jetzt eben nur für ihn hoffen, dass er danach zur Schaufel geht. No Dick Norbert, wie es der Chat schreibt, das finde ich ist, das trifft es sehr gut. Ja, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, Denson hat ziemlich sicher dann auch die beiden Red Crystals nach dem er Swamp abgeschlossen hat. Und ich glaube nicht, dass es nicht noch einer war. Ja. Und kann dann also die Red Bomb spielen und kann vor der Red Bomb ganz entspannt die Schaufel mitnehmen. Okay, und das sieht man auch schon mal gerne. Der Swamp Big Key gleich in der ersten Chest. Das heißt, man kann die Big Chest auch auf dem Weg mitnehmen. Ist nochmal so ein kleiner Grund, weniger nach Left Side Swamp zu gehen, finde ich immer. Man weiß halt, dass der Big Key nicht Left Side Swamp liegt. Und ja. Damit ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man da. Also, Left Side Swamp zu skippen ist natürlich quasi eine garantierte Last Location. Wenn man eben nach Argus oder nach dem Boss aus dem Dungeon rausgeht. Wenn man sich entscheidet, nach dem Boss für Left Side Swamp zu gehen und dann dort den Biggie findet, muss man nochmal zurücklaufen zur Big Chest. Das ist dann halt nochmal fast eine Minute, die man damit investiert. Eben auch einer der Gründe, warum man das so ungern spielt. Ja, und wo jetzt nochmal die Frage kommt, wer zurzeit führt. Denke, das hängt jetzt wirklich davon ab, wie schnell Denson an sein S-Wort kommt. Sollte Denson sich an S-Wort jetzt sehr zeitnah abholen, würde ich tatsächlich sagen, dass er, naja, ich würde nicht sagen, dass er führt, aber ich würde sagen, dass die beiden Runner dann gleich aufhören. Ja, also das kann halt noch richtig spannend werden. Aber richtet sich halt auch entsprechend ein bisschen, wann Denson sich halt seinen Eisort abholen wird. Aber ich denke, das wird. Ja. Wird schwierig. Mhm. Ja, er hat halt eben auch die ganzen Mirror-Checks noch offen, die er. Die Lost in Pain halt vorhin schon alle auf dem Weg machen konnte. So K45 und dergleichen. Ja, die sind halt so ein bisschen wegisoliert und sind natürlich auf seine Art und Weise dann sehr unattraktiv geworden. Es sind halt auch lange Laufwege. Ja, trotz Boots. Absolut. Lange Laufwege für einzelne isolierte Checks. Oh, und jetzt wackelt ihr hier ein bisschen mit dem Diver Down. Ich kann gerade nicht so ganz erkennen, was er da. Aber gut, wechselt jetzt auf die Bombe und hat ja den Input nach rechts nicht gehalten. Das sieht jetzt gut aus. Ja, da hat er ihn. Müssen noch einmal kurz nach links? Ja, okay, gut. Das sind, wenn sowas in einem Race passiert, ist das halt immer unschön. Ja, vor allem, wenn das so, vor allem diese Kleinigkeiten, bei denen man eigentlich sehr geübt ist, bei dem man auch immer so selbstsicher so, hey, in 99 von 100 Fällen kriege ich das immer hin und jetzt hast du genau diesen 100. Fall, wo es halt jetzt, warum auch immer, dann nicht so toll klappt. Da ärgert man sich halt megamäßig drüber und ja, das sind dann auch für diese kleinen Time-Losses oder auch entsprechend solche kleinen Sachen, die möglicherweise auch so ein kleines bisschen eben aus der Bahn werfen können, ne? Bringt dich auch da eine gewisse Konzentration raus, du ärgerst dich. Na, und du musst, dann brauchst du aber wieder erstmal wieder eine Minute, um ja, dass man sich da wieder ein bisschen fängt. Mhm. Ja, wir haben die Lampe gefunden. Logisch, also required, natürlich Left Side Swamp jetzt mit der Lampe. Bin mal gespannt, ob wir die bei Lost in Pain auch sehen werden. Würde mich ehrlich gesagt wundern. Ich fand auch den Play von Denson hier für Left Side Swamp. Ja. Wie schon gesagt, er hätte ja auch. Okay, nee, aus Densons Perspektive macht das auf jeden Fall Sinn. Er braucht ja eh noch den Ice Rod, um überhaupt nach GT zu kommen. Ja, und sollte sich halt Lost in Pain sich dagegen entscheiden,
Left Side Swamp zu machen. Wird diese Lampe in Castle Tower vielleicht dir den ein oder anderen guten Vorteil auch noch bringen? Mhm. Absolut möglich. Das weiß ich jetzt auch nicht, wie sich gut sich Lost in Pain mit den Dodge Locations auskennt in Castle Tower. Und Denson wackelt hier wieder ein bisschen mit dem Diver Down, aber jetzt hat er ihn. So, den Boss hat er vorhin auch schon gecheckt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, es waren nochmal Armor Smites. Wir werden es gleich sehen. Ja, werden wir gleich nochmal sehen. Ich habe jetzt gerade auch nicht, leider nicht aufgepasst. War gerade leider ein bisschen gelenkt. Tut mir leid. Ja, alles gut. Ja, Lost in Pain. Er ist jetzt auch auf dem Weg. Ja, das sind Thanos Mets. Er ist jetzt auch auf dem Weg nach Swamp Palace. Das ist sein siebter Crystal und danach wird er nach GT gehen, schätze ich. Es ist halt für ihn auf jeden Fall die attraktivste Location. Es ist ein Dungeon, den er hier abschließen muss. Und die Chance, dass er da einen Quake findet, sind bei 20 Items halt relativ hoch. Wobei man eine Sache über GT wissen sollte. Es gibt einen sogenannten Junkfill, der eben ein bisschen verhindern soll, dass in GT zu viele Items liegen. Wodurch also quasi eigentlich nur GT wie ein Dungeon betrachtet wird, der so zwischen 5 und 7 Items hat für den Rando. Es sind einfach quasi sehr viele Müll-Items, wie halt 3 Bomben oder Rupees oder Pfeile dahin gepackt werden. Aber sag bitte nicht, dass genau der eine ganz besondere Pfeil auch ein Junk-Item ist. Weil das ist was ganz Besonderes. Der ist was ganz Besonderes, der eine Pfeil, ja. Oh, hier, oh, Denson hat schon mit dem Spiel ausgerüstet und wird sich jetzt auch endlich seinen Eisrod abholen. Das sieht sehr stark so aus und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht für ihn. Denn damit, wenn er den Eisrod hat, kann er Thiefstone abfließen, was sehr, sehr schnell geht. Er hat das Butterschwert. Und, ja, nachdem er das gemacht hat. Oh nein, er. Okay, doch. Was ist sein Plan? Ja, das sieht. Ja, okay, er holt die Schaufel. Ja, also wenn Denson jetzt direkt mit dem Eiswort nach Siebtung geht, Trinix abschließt, dann auch nach GT geht, dann werden die beiden Runner wahrscheinlich so gut wie zeitgleich dort ankommen. Ja, ich war vorhin ein bisschen unaufmerksam. Wurde die Smith Chain gemacht? Nein. Noch von keinem. Ne? Also, wäre dann natürlich sehr ärgerlich, wenn jetzt solche Denson sich für die Smith Chain entscheidet. Und, das sieht sogar fast danach aus. Und wenn da Quake liegt, dann spart er sich, glaube ich, möglicherweise sehr viel Zeit. Mhm. Ah, und dann macht es tatsächlich, okay. Na gut, zumindest den Speed abgeben und die Hammerpicks checken sind halt zwei sehr schnelle Checks für ihn. Und ja, wenn das Quake da liegt, dann hat er das Race ja auf jeden Fall gedreht. Und wie sieht's aus? Hammerpacks mit 20 Rupees. Da kann man zumindest den Schmied von bezahlen. Der möchte ja auch gerne nochmal 10 Rupees haben für sein Item. Ja. Obwohl man ihn schon aus der Darkwood rettet. Ja, aber Denson hat, glaube ich, der hat genug dabei. Der könnte, glaube ich, so 130 Schmiede bezahlen. Und auch der Schmied gibt ihm nochmal 20 Rupees. Ja. Genau. Wir können jetzt sogar auch ein kleines GT-Bicky-Guessing-Game spielen, fällt mir gerade so ein. Gibt keinen Grund, dass wir das nicht tun könnten. Denn Lost in Pain hält ja gerade seinen 7. Crystal empor. Oder hat es bereits getan. Also, machen wir einfach mal hier einen Start und ihr könnt eure Teile reinschreiben. Ihr kennt das Spiel. 1 bis 22 sind Locations, wo der Bicky sein kann. Wir werden bei Lost in Pain zählen, der jetzt auch tatsächlich direkt nach GT geht, dort nach dem Wiki und nach dem Quake-Medaillen suchen wird. Also können wir heute gelegt wahrscheinlich sogar vielleicht zwei Zahlen sogar finden.
Also weiter quasi reingehen. Oh! Du hast doch nach diesem einen Pfeil gefragt, ne? Ja, aber ich glaube, in diesem Falle ist das eher so diese Handgestik von dem schweigsamen Dieb, der in der ja, kurz vor der Wüste sitzt und sagst, warum bist du hier? Ich zeig dir mal was ganz Tolles. Er sagt, lass mich einfach nur in Ruhe. Ja, auf der anderen Seite, ich überlege gerade, gibt es noch Overworld-Checks, die uns, die eigentlich noch offen sind? Also die, zu denen wir aktuell überhaupt Zugang haben. Catfish auf jeden Fall noch. Also, man könnte sogar glauben, dass also Catfish das Vanilla-Quake noch bei sich trägt. Stimmt, das wäre sogar Vanilla, ja, da hab ich. Das hätte auch was. Ich weiß nicht, ob wir das Tifa-Medaillen schon gesehen haben. Nee, wir haben noch kein Buch. Ha, also nein. ansonsten eine Bottle oder sowas wäre halt auch mal was Schönes. Das ist halt echt wild, dass wir in diesem Spiel noch keine einzige Bottle gesehen haben. Jetzt, wo du sagst, das ist mir gar nicht, das habe ich auch gar nicht so realisiert. Die haben ja gar keine Bottle bei sich gehabt. Ich meine nicht, dass die Bottle überhaupt brauchen würden. Ne? Wir sind auf Half Magic, wir sind auf Red Mail, wir haben auf der einen Seite 16 und 17 Herzen, also eher überflüssig. Es ist nur noch für für den Sick-Hit-Check da. Ach, wer hat denn die 1 jetzt getippt? Das ist ein bisschen wie in Gottmeier gerade. Gottmeier ist ein Meier, wo man den Biki einfach auf der 1 findet. Also in der ersten Chest. Aber man aber noch Items sucht. Ja, jetzt haben wir ein Gott-GT. Wir suchen leider noch ein Item. Das fühlt sich jetzt nicht gut an. Und Denson entscheidet sich auch gegen GT. Ah, er geht das Green Pendant abgeben. Und da ist die erste Bottle. Ja, ich habe nochmal nachgesehen. Hier bezüglich des Biki Guessing Games. GG an ABG Armin und an GnorTV. Sie haben an die 1 geglaubt und sie haben die 1 bekommen. Und da ist die zweite Bottle. Wird das jetzt ja, in der Bottle-Tower? Sieht so aus. Ja, nee, GG sind die Gewinner vom Guessing Game, auf jeden Fall. Ja. Ich bin echt ein bisschen gemein, auf die einzutippen, wenn auch immer ein Item gesucht wird in GG. Das ist ja, halt auch. Das ist halt. Ja, undankbar. Es ist halt auch, wie du vorhin gesagt hast, bei dem Gottmeier. Ein Gottmeier hast du einfach am liebsten, wenn du im Go-Mode bist. Bist du nicht im Go-Mode? Ja, kannst du trotzdem noch nach den Sachen suchen, halt. Ja. Nicht das, was man sich gerade wünscht. Mhm. Und wir sehen ja auch hier einen gravierenden Unterschied. Denson geht auf Overworld-Checks. Und wird ja alles machen. Das ist also Red Bomb, wahrscheinlich Catfish danach. Will heißen, das Quake wird hier entscheiden, wer das Race gewinnt. Aller Voraussicht nach. Ist das Quake in GT? Wird das Lost in Pain sein, der das macht? Ist es die Overworld? Oh, so viele Patch-Quests. Das Buch, der Pilz. Ja, das sieht auch nach Spaß aus. Ich hoffe, man darf jetzt nicht vergessen. Ich hoffe, Lost in Pain denkt dran. Kurz einmal bei GT rauszugehen, eben schnell zu spiegeln und das Isar-Tabell zu checken. Ansonsten, wenn du den Tour machst, stehst du auf einmal wieder in der Pyramide und ja, wieder ein langer Weg, den man sich hätte sparen können. GT Big Chest. Mit einem Small Key. Freut euch über diesen Anblick, das seht ihr erst das nächste Mal in einem Key Sanity Seed. So, was für ein Boss erwartet uns hier auf dem Eis? Ah, Coldstair. Nicht wirklich schön, aber es gibt Schlimmeres. Ja, zumindest dank dem Eisboden immer noch gemütlich in seinem eigenen Habitat. Normalerweise in Eispaläst zu finden und hier haben wir wenigstens einen Eisboden. Mhm.
Ja, quasi in der Kühltruhe von GT. Wo der Chat fragt, Server ist gecheckt. Ja, Catfish hier und ich denke. Da ist es. Ja, damit Lossipan jetzt im Go-Mode. Ganz genau. Yep. Und das sieht jetzt hier auch auf jeden Fall schon mal nach der ersten kleinen oder nach der Vorentscheidung aus. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das Quake nicht auf Secret lag. Jetzt, wo wir doch in sehr kurzer Zeit dann drei Bottles gefunden haben. Ja, das wäre auch schön gewesen. Hätte mir auch persönlich gefallen. Ja. Auf der anderen Seite mag ich es aber auch, wenn in einem Race, für mich persönlich bitte nicht, wenn gewisse Items sogar Vanilla liegen. Denn irgendwie hat man ja immer so eher diese Erwartung, es ist alles im Rando und dann erwartet man eigentlich relativ spät, dass gewisse Dinge wirklich dann auf einmal Vanilla liegen. Das stimmt, ja, da geht man schon fast gar nicht von aus, dass sowas überhaupt vorkommt. Und Secret hat 20er. Yep, und das freut Denzen auch so überhaupt gar nicht. Na, ja, winkt ja auch schon ab. Weiß wohl, dass das sieht für ihn, dass das Race wahrscheinlich für ihn gelaufen ist. Ah, hat jetzt auch Dark Force offen. Oh, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob er überhaupt an GT gedacht hat als Option. Weil ja, das so überlege ich auch gerade, ne? Es ist halt ein All-Dungeon-Seed oder sowas, kann man da auch leider schnell ausblenden, weil vor allem, wenn man halt gewisse Modi halt sehr oft spielt, ist man Aha. an gewisse Dinge sehr schnell gewöhnt. Mhm. Ja, genau, und so wie er nämlich gerade schaut, sieht es halt echt aus, als würde jetzt denken, dass er hier in Hyrule Castle gerade last located. Genau, also am besten denn schau auf den Tracker, da müsste bei dir oben irgendwas, oben in der Mitte Dark World, was grün aufleuchten. Das müsste dann der Hinweis sein, du kannst da rein. Na. No. Aber gerade wenn man halt auch wenig Old Dungeons spielt, dann ist das so eine Sache, die man echt erstmal einfach auf dem Schirm haben muss, wie du schon gesagt hast gerade. Ja. Was fehlen uns noch? Wir haben auch keinen Helmersawking gesehen. Die Container wird uns gleich bei der Moldau 2 Arena erwarten. Oder einen Witwis, den haben wir auch noch nicht gesehen. Wo gerade die Frage nach der Modus danach kommt, wer den Modus gewählt hat. Letztendlich beide Runner zusammen. Das läuft in diesem Turnier quasi über ein Pick-Bun-System, bei dem ein Runner ein paar Sachen bannen darf und der zweite Runner dann aus dem Rest picken darf. Und das wird dann immer abwechselnd gemacht, bis dann ein fertiger Modus bei rauskommt. Ja. Denson wird jetzt hier gleich seine Silver Arrows finden, da ist der Vitrius. Das heißt also, wir haben wohl einen Helmaster King in Meyer. Denson wird jetzt gleich seine Silver Arrows hier quasi finden und dann merken, oh verdammt, irgendwas ist da unter den Tisch gefallen. Yep. Yep, ich würde sagen, du kannst Denson Gedanken lesen. So, es ist eigentlich sind Silvers ja echt ein schönes, nettes Item, aber es ist wirklich nicht das, was man gerade in dem Moment haben will. Mhm. Ah, mach dich jetzt auch direkt auf den Weg nach GT, okay. Also scheint sich wirklich einfach dazu entschieden zu haben, ganz bewusst und stark gegen GT zu gambeln. Aber das können wir ihn ja gleich dann auch im Interview nochmal fragen.
Oh, okay, es ist nicht GT, es ist das Sierra Basement, was er spielen möchte. Ja. Okay, ich sehe. Ja, Lust and Pain muss jetzt aber auch noch zwei Dungeons abschließen. Das ist immer so ein bisschen das Antiklimaktische bei All Dungeons. Man hat GT gemacht, man hat Aga 2 besiegt, man hat den schwersten Abschnitt des Spiels geschafft. Und plötzlich macht man wieder irgendwelche Early Game Dungeons. Ja, da ist man halt quasi eher sowas von overequipped. Dann ist es halt super un also es kann überhaupt dann nicht knapp werden bei so einem. Also dass man da irgendwie jetzt in dem Dungeon stirbt. So wenn du jetzt hier wie Lost in Pain halt jetzt mit 17 Herzen da drin bist im Aga Tower, auch jetzt hier ohne Lampe, ist jetzt auch nicht das Schlimmste auf der Welt. Nee. Ja, und der Chat hat mich gerade nochmal drüber informiert. Er hat in seinem Tracker nicht, also Denzen hat in seinem Tracker nicht eingestellt, wie viele Crystals GT braucht, und dadurch leuchtet das noch immer rot. Au! Ah, das ist ja, Das ist sehr ärgerlich. sehr, sehr, sehr. Na, klar, dann hast du es einfach nicht auf dem Schirm, dass du GT machen kannst. Natürlich, dann ist es auch völlig verständlich, dass Dennis jetzt gerade jeden möglichen anderen Check versucht, um irgendwo das Quake zu finden, aber die Optionen werden jetzt langsam sehr, sehr rar. Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass er schon beide Items aus Mahira raus hatte. Vielleicht täusche ich mich da auch. Naja, Lost in Pain auf jeden Fall hier auf dem Weg durch Castle Tower. Mit dem Butterschwert sind auch die Red Guards eben ein One-Shot. Ja. Und danach steht eben noch dieser etwas nervige Fight gegen Aga 1 an, der dann noch ganz gerne noch mal ein paar Blue Balls durch die Gegend schießen wird. Ja, aber Denzen wirkt wirklich sehr verwirrt gerade. Vielleicht denkt er daran, er ist ja quasi schon fast am richtigen Ort, nur in der falschen Welt. Was Overworld-Tracks angeht, hat er jetzt alles durch. Also sein Tracker, denke ich, müsste jetzt einfach alles nur noch in Rot anzeigen. Ja, wie gerade der Chat gesagt hat, er hat das leider nicht eingestellt. Das heißt, GT wird rot angezeigt, aber auch alle anderen Checks hat er jetzt schon durch. Ja, und er hat auch noch ein paar andere Sachen, die auf seinem Tracker noch rot leuchten werden. Er hat auch noch kein Buch gefunden, also GT ist jetzt nicht das Einzige, was auf seinem Tracker rot leuchten wird. Das sind halt auch noch solche Tablets, Bombos und Eva-Tablet. Der Pilz, den er nicht hat, der auch in GT lag. Ja, und jetzt fängt das Backtracken an. Ah, das ist sehr, sehr bitter. Das ist, so möchtest du kein Rage verlieren. Also, das tut mir echt leid für Denzen. Aber gleichzeitig, es ist auch eine Sache, die vielen, vielen guten Runnern schon passiert ist. Habe schon einige Races gesehen, wo ein Runner einfach vergessen hat, die Schaufel zu tracken, zum Beispiel. Und da eben dann ein wichtiges Item lag, so wie in dem Seed heute ja auch. Ja, auf jeden. Oder dass man, wie gesagt, auch versehentlich vielleicht mal, wenn man auch, ob es jetzt manuell ist, dass man vielleicht mal versehentlich auf das falsche Kästchen oder irgendwo auf den falschen Ort geklickt hat und dann versehentlich etwas weggetrackt hat, wo halt auch dann wichtiges Item liegen kann. Sowas ist halt auch sehr ärgerlich. Oh ja. Auch das ist eine Sache, die, glaube ich, die allermeisten Runner dieses Spiels kennen. Ja.
auch Vater ist halt, wenn er wirklich nach Thiefstone gegangen wäre, hätten wir hier einen wirklich super, nach Thiefstone gegangen wäre mit dem Ice World und direkt danach nach GT, wäre das hier ein super knappes Race geworden. Auf jeden Fall, ne? Wie gesagt, ein bisschen schade ist jetzt. Ja, bezüglich des Trackers halt. Das ist doof. Mhm. Ja, und wie du auch von gesagt, sowas wünscht man eigentlich auch wirklich niemanden. Nee. Auf gar keinen Fall. Ja, aber also was man über diesen, also Denson wird das Spiel hier sehr wahrscheinlich verlieren und was man aber sagen muss, ist halt ganz sicher nicht an der Execution oder an seinem generellen Routing, das sah wirklich richtig gut aus. Es ist dann eben nur zum Schluss diese eine Kleinigkeit, ja, die halt einfach ihn hier das spannende Race kostet. Ja, Lost in Pain. Wir hatten einen God GT, aber natürlich keinen God Meyer, denn jetzt ist er ja im Go-Mode. Da kann der, der Meyer BK ja nicht früh auftauchen. Ja, so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit muss anscheinend ja noch geschehen. Aber auch hier, das. Es klingt jetzt ein bisschen doof, aber Lost in Pain hätte jetzt erstmal einiges an Zeit, also. Aber trotzdem will man auch gerne den Vicky schnell finden, denn er weiß ja nicht, wie dein Gegner gerade spielt. Genau. Ja, und Lost in Pain, ich kann mir halt echt vorstellen, dass er sich jetzt in dem CT auch nicht unbedingt super toll fühlt. Allein eben durch diesen frühen Eastern Palace Play und den Hookshot, den er quasi sehr, sehr kurz danach auf Phobo gefunden hat. Ja, also ich denke auch da hat man schon wirklich schnell das Gefühl, dass man echt da schnell zurückgeworfen wurde. Ja, weil man hätte relativ schnell auch out of logic an diesen Hookshot kommen können. Genau, wie Denson das auch hier gemacht hat. Ja. Genau. Also, für Lost in Pain ist das ja heute auch schon das zweite Spiel. Hatte vorhin schon ein super spannendes und knappes Race gegen Skunkner gehabt. Hat sich da eben auch durchsetzen können. Und steht damit in der Gruppe aktuell dann auch 3-1. Hat er also hervorragende Chancen, auch weiterzukommen. Aber ganz weit sind wir natürlich noch nicht. Da komme ich ein bisschen. Mich fällt gerade ein bisschen zu schnell. Erstmal muss er den Titel noch abschließen. Und das ist noch nicht passiert. Wird jetzt ja ein Helm auf Soul King haben? Es sei denn, ich habe mich verzählt. Habe ich nicht. Schöner Fight gegen Helmer Stalking hier. Kriegt sein letztes Pendant. Ja, und hat jetzt natürlich noch einen schönen Shortcut, den er uns gleich zeigen kann. Man muss, wenn man Aga Tower gespielt hat, natürlich nicht nochmal zur Pyramide hinlaufen, sondern man kann einfach hier einen Safe and Crit machen und startet wie im Vanilla-Spiel auch dann direkt auf der Pyramide und kann direkt in das Ganon-Loch reinfallen. Und genau das macht er hier. Ja, und ich denke, das wird auch ein sehr, sehr schneller Fight. Wir haben Butter, wir haben die Silvers. Also ich denke, das wird für Ganon kurz und schmerzlos oder vielleicht kurz und schmerzvoll. Wir können uns das überlassen wir der Fantasie des Chats, würde ich sagen. Au, aber da hat er sich ein bisschen verzählt. Hat nicht genug Hits reinbekommen beim ersten Mal.
Ja, und Denzen ist leider noch immer auf der Suche. Ja, ich denke, er sucht jetzt weiterhin nach der Antwort. Vielleicht ein Item jetzt in einem Dungeon liegen gelassen. Na, also wenn man jetzt außerhalb davon denkt, dass jetzt kein Zutritt nach GT möglich wäre. Oder gibt es noch irgendwo einen Overworld-Check, den man vielleicht übersehen hat? Sowas wie, oder was man vergessen hat, wie beispielsweise die Soraledge. Klar, da liegt aktuell ein Herzteil drauf, aber man kann es vielleicht vergessen haben und guckt da auch nochmal nach. Ja, das wäre halt wunderschöner Gunnenfight auch von Lost in Pain in der vierten Phase. Zwei Doubles. Ja. Und damit wartet drin nur noch, dass die Brücke spawnt. Und dann haut eure GGs in den Chat für Lost in Pain. Der dieses Race mit einer offiziellen Zeit von 1 Stunde, 39 Minuten und 19 Sekunden beendet. GT. Ja, GG. Ja, und kriegen ja auch dann die Nachricht, Denzen hat dann auch zeitgleich aufgegeben. Lost in Pain jetzt auch hier aufgetaucht und GG. 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 Wie fühlst du dich? Und auch nochmal, hast du noch ein paar Worte zum Seed? Ja, natürlich. Ich hab, also jetzt im Moment fühle ich mich natürlich gut zum Leiden von Denzen natürlich. Hallo. Und ich habe schon früh vermutet, dass das Quake in GT liegt. Ich habe mich aber allerdings auch einfach nicht getraut, die Dungeons zu kommoden. Ja, hätte man machen können. Ansonsten war der Seed ja recht nett gewesen und ja, ich wäre ohne den Quake ja verdammt früh in, also im Go-Mode gewesen. Ja, und auch Denzen ist ja auch aufgetaucht, auch an dich, Denzen, GG. Ja, danke, 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 Freunde der Sonne. Ja, Das war ein bisschen Learning. ärgerlich. Ja, ich habe Ja. eine Frage an dich und zwar, ihr habt ein Old Dungeon gespielt. War dir, also wusstest du leider nicht, dass du auch mit 7 Crystals auch mögliches Progression dann in GT finden konntest? Oder Nee, hast du dich einfach also extrem es. dagegen gewehrt? Nee, Quatsch, hätte ich ja gemacht. Also es ist leider so, mir fehlte die Erfahrung und das hat es jetzt am Ende auch gemacht. Ich habe den Modus vielleicht mal irgendwann gespielt, aber irgendwie war in meinem Kopf, ich brauche halt All Dungeons, um in GT zu kommen. So habe ich es mir. Also es ist ja offensichtlich die falsche Regelung, aber so war es in meinem Kopf. Und deswegen habe ich eher danach gesucht, ob ich irgendwo was liegen habe lassen, obwohl ich mir 100% sicher war, dass alles leergeräumt war. Ja, also es war für mich nicht klar, dass ich in Ganon's Tower kann, ohne dass ich alle Dungeons mache. Ich dachte, ich muss alle Dungeons machen und dann kann ich in Ganon's Tower. Ja, also das. Ja, das, man hat es gesehen, du hast dann wirklich nachher nochmal jeden Check nochmal versucht, irgendwie nochmal zu Ja. finden. Mit dem Mindset, dass du halt in GT nicht reinkommst. Vielleicht irgendwas übersehen. Und ja, war ja leider dann entsprechend nicht die Antwort. Nee, leider nicht. Also ich muss auch, ich habe mich eigentlich super gut gefühlt bei dem Seed. Also alles lief irgendwie gut. Bis dann irgendwie zu lange mir das Quake gedauert hat. Und dann habe ich gedacht, ey, das kann doch nicht sein. Das ist so eklige Last Location. Und ja, dann hat es am Ende alles erklärt. Und ja, dann verliert man halt einfach. Da fehlt die Erfahrung. Es ist schon hilfreich, auch mal einen anderen Modus zu spielen, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht um den Seed mal ein bisschen zu rekapitulieren für euch beide. Tatsächlich, war es so, dass das Quake dir Denzen eigentlich auch mal eine ganz gute Chance gegeben hat, denn Lost in Pain hatte extrem früh auch den Mirror von der Bumper Ledge und hat dann auch sehr, sehr früh eben quasi auf dem Weg zu Stumpy direkt den Ice Rod abholen können und war dann für uns quasi nach Pott im, naja, Schrödingers Go-Mode, also vielleicht, wenn Quake nicht required war, hätte Lost in Pain mit den Mids und dem Fireward aus Pott den Seed dann auch eben schon sp fertig spielen können. Ja. Und du hast ja eben den Mirror auf Bumper Ledge noch länger liegen lassen. Das war so eine Sache, die also für Lost in Pain anfangs dann auch sehr, sehr gut aussah. Und wo es dann auf die Quake-Kante hinausgelaufen ist, ist es dann tatsächlich so gewesen, dass du quasi den Ice Rod hattest, als Lost in Pain so halb durch Swamp durch war. Also wärst du quasi direkt nach Thiefdom gegangen und hättest Phoenix gespielt und nach GT gegangen, danach wärst du ja ziemlich zeitgleich da angekommen auch. Ja,
Ja, ich glaube, hätte ich gewusst, dass ich schon mit den Kristallen in Gennens Tower gehen könnte, hätte ich ja auch gar nicht mehr alle Overworld-Checks gemacht, sondern hätte ja dann gesagt, so, YOLO, ich gucke jetzt unterwegs, ob ich nicht das Quake da finde oder so. Also, das ist es halt, ne? Aber den Gedanken gab es ja gar nicht bei mir. Deswegen habe ich alles leergeräumt. Ja. Ja, es hat sich dann endlich wirklich zu einer, es war quasi die Entscheidung, liegt das Quake in der Overworld, gewinnst du, liegt das Quake in GT, gewinnt Lost in Pain. Darauf ja. Ist es dann am Ende hinausgelaufen. Ja, dickes GG. Aber eigentlich war der Seed cool. Also der hat ja jetzt nicht wirklich geärgert, sag ich mal. Tja, ja. Ich hatte auch noch große Sorgen gehabt, dass Stenson das Quake irgendwo vorher hatte. Und als ich gesehen habe, dass der Picky für GT in der ersten Kiste war, ja. Oh, das auch noch. Ich würde viel Zeit verlieren dadurch, wenn ich jetzt ganz GT cleare und das eben nicht da drin ist. Mhm. Ach, dann war der Vicky in der ersten Kiste auch noch. Das ist ja total ekelhaft. Ja. Wir haben auch einen Witz gemacht, dass man mit Gottmeier verglichen. Immer wenn man in Meier noch ein Item sucht, geht als erstes. Heute war es dann eben GT. Aber ja. Ja gut, dann war es ja nicht so spannend, oder? Also im Endeffekt zumindest, ja, vielleicht noch am Anfang oder bis zur Mitte, aber dann war wahrscheinlich schnell nicht mehr so spannend. Nee, wie gesagt, also nachdem du den Eisport bis du den Eisport hattest und dann eben nicht nach GT gegangen bist, bis zu diesem Zeitpunkt, war alles super spannend. Okay, naja gut. Und auch echt ein knappes Race, komplett auf Augenhöhe, also das hätte jeder von euch gewinnen können. Ja. Ja, Mist. Aber du hast ja noch vier weitere Races. Ja, eben. Und ich habe was gelernt. Und so muss man es ja auch machen jetzt. Ich meine, ich hätte vielleicht mal ein, zwei Mal einen anderen Modus spielen sollten, aber ich dachte mir bei All Dungeons, was muss ich denn da schon wissen? Naja, jetzt habe ich es gelernt. Ja, 7 Crystals, um in GT reinzukommen. Und ja. Pendants auch dahinter, also auch entsprechend, dass Progression dann für die Pendants sogar in GT liegen kann. Ja. Wir hatten erstaunlich häufig, oder zumindest immer dann, wenn ich drauf geachtet habe, war auf dem Boss der Kompass. Ah. Ja, das also ist sehr oft vorgekommen. Schön ist übrigens auch, Eastern und Pot liegen ja quasi gespiegelt ja auf Light und Dark World. Und beides sogar der gleiche Boss und beides auch mit dem gleichen Drop. Ja. Ach, krass, ja. Ja, das war auch so eine Sache, die für Lost in Pain anfangs ein bisschen unglücklich gelaufen ist. Wie hast du dich da eigentlich gefühlt? Nach dem Argus in Eastern Palace, hattest du den Hookshot ja noch nicht. Ja, das kommt vor. Also ja, gerade beim Boss-Shuffle ist man das eigentlich gewohnt, dass man auch mal einfach in den Dungeon reingeht und blind mal auf den Boss zugeht. Ja, entweder man hat Glück oder nicht. In dem Fall war es halt nicht so gut, aber war in Ordnung. Hattest du denn den Hookshot auch zeitnah, oder? Ich meine, der war ja auch ein bisschen eklig. Ja, zeitnah schon, aber davor war ich trotzdem noch in Eastern gewesen und musste halt vor dem Boss den Dungeon wieder verlassen. Mhm. Vielleicht noch mal eine andere Frage an euch beide. Thievestown, ihr habt euch beide entschieden, nach hinten zu gehen. War das eine bewusste Entscheidung oder, denn es ist ja so, im Boss-Shuffle kann man auch direkt in die Boss-Arena gehen und dann steht der Boss da einfach und kann direkt besiegt werden. Also der hintere Teil von Thievestown muss quasi in Boss-Shuffle nicht unbedingt gespielt werden. Ja, aber ich glaube, es waren schon auch noch zwei Items, man hatte den Hammer, also ich hätte es jetzt sowieso gespielt. Das war mir aber auch nicht bewusst, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, selbst wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es schon auch so gemacht, ja. Okay. Mir war es klar, aber ich habe ja noch ein paar Items gefehlt und da man alles rausholen konnte, habe ich es auch gemacht. Mhm. Okay. Ja, man sieht halt immer wieder auch Runner, die dann eben, wenn sie schon vorne zwei Items finden, dann erstmal zum Boss gehen und sagen, okay, der Boss hat vielleicht auch noch ein Item gedroppt, perfekt. 3 von 4 Items sind raus. Dann gehe ich jetzt nicht noch nach hinten und ja. Okay, wollte ich nur wissen, ob das so eine Entscheidung war oder ja. Kann ja durchaus eine Rolle spielen. Ja. Ja, ansonsten, Lost in Pain, für dich sieht es ja in der Gruppe jetzt erstmal sehr, sehr gut aus. Bist du zufrieden? Nein.
Ja, doch, ich bin schon zufrieden, klar. Also gegen die Leute hier in unserer Gruppe sind natürlich viele alte Hasen dabei. Aber ja, ich bin im Grunde bin schon zufrieden und mal gucken, ob ich auch weiterkomme. Mhm. Du hattest ja jetzt heute gleich zwei Spiele. Vorhin das Spiel gegen Skunknapp, das ja auch spannend war. Ja. Jetzt das Spiel, jetzt also mit drei Wins. Mit drei Wins. Achso, und. Ach, das war jetzt heute sogar dein letztes Spiel, oder wie? Das ist richtig, ja. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, aber ja, mit drei Wins, zwei Losses, sieht das halt schon ziemlich gut aus, auf jeden Fall. Ja. Und Denzen, für dich stehen ja auch noch ein paar Spiele an. Ja, voll. Das war das alle erste. Weiteren. Ja. Mhm. Am Sonntag kommt, ist es Sonntag gegen Titos? Ich glaube, ja, da spiele ich Swordless Hard Item Pool. Also, das sollte ich vielleicht vorher auch mal machen. Ich glaube, das mache ich einfach einmal vorher. Das ja, kann nicht schaden. Das hört sich auch nach wunderbaren Spaß an, würde ich sagen. Ja, wir hatten auch bei der Pick-und-Bann-Phase so häufig gedacht, ja, mache ich jetzt hier nur das, was ich kenne, aber das hätte ich halt auch irgendwie langweilig gefunden. Ich wollte ja auch mal irgendwas anderes spielen und dann haben wir exotische Sachen zusammengewürfelt. Oh ja, das haben wir. Ich freue mich auch schon sehr auf unseren Endermeister-Seed. Ja. ja, nee, das ist ja auch so eine schöne Sache an diesem Turnier, dass man ja mal dazu kommt, auch ein paar ungewöhnlichere Sachen zu spielen. Ja, voll. Ja. Ja, also von mir hätte ich jetzt keine Fragen mehr, ne? Also ich, nochmal, war ein tolles Race zwischen euch beiden, wie da denn gerade so gelaufen ist, aber wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns. Da so ist es. Das ein oder andere passieren, ne? Lost in Pain für dich auch nochmal, GG für deinen Sieg und du warst jetzt durch oder kommt da noch auch noch ein Spiel von dir? Nee, ich war durch. Okay. Ja, okay. Dann will ich mich mal bedanken bei den Kommentatoren, ein zweites Mal heute, an die Zuschauer, auch an die vorhin schon da waren, an den Tracker natürlich und auch natürlich an Denzen. Ein bisschen doof gelaufen, aber ich werde es mir nochmal angucken, war bestimmt ein super Race trotzdem. Ja. Und ich wünsche dir für die weiteren Spiele noch alles Gute. Danke sehr, danke sehr. Ja, und ich sag das auch. Danke an alle, die hier so viel hinter den Kulissen machen und so. Das ist ja wirklich wild. Dickes Dankeschön und dass der Chat so viel Stimmung macht. Ich gucke mir das auch im VOD nochmal an, um dann zu hören, wie denn alle ausflippen, wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert. Das möchte ich mir natürlich angucken im VOD. Ja, Dankeschön. Ja, gerne doch. Ist immer schön, dass ich finde es auch immer faszinierend, wie viele Leute da wirklich bereit sind, Sachen zu machen. Wenn ihr auch mitmachen wollt, Leute, könnt ihr natürlich gerne auf den Discord kommen, euch zum Kommentieren oder Tracken anmelden. Es werden immer Leute auch gesucht und es gibt bei dem Turnier immer Races, die auch gezeigt werden. Ich kann es euch nur empfehlen, ich mache es auch zum ersten Mal. Ja, morgen steht uns auch wieder ein voller Rando-Tag bevor. Es ist noch nicht genau entschieden, welche Spiele wir zeigen werden, aber es beginnt auf jeden Fall um 18 Uhr. Da haben wir das Spiel von Tarane gegen Shurgal, Magno gegen Nightlaw, Dr. Diabetes gegen Ascent, Face gegen Ray und Teto gegen Tech Warrior. Das steht für morgen auf dem Schedule und das Wochenende ist dann auch vollgepackt mit Rando-Aktionen. Ja, also von uns heute war es das, ne? Also jetzt wird es heute kein Spiel mehr geben, was von uns ausgestrahlt wird. Also das Spiel jetzt heute zwischen den beiden hier, das war das letzte für heute. Ich meine, der Tag ist ja auch schon gleich auch vorbei. So ist es. Ja, genau. Nee, dann bleibt es eigentlich auch nur nochmal, wir haben ja von allen Leuten gedankt. Dann nochmal ganz lieben Dank an dich, Lanux, fürs Co-Kommentieren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ehre, ebenfalls. Ja, freut mich. Ja, und dann auch nochmal einen ganz, ganz großen Dank an vielen, vielen Zuschauer, die sich das Race heute auch angeschaut haben. Macht's gut, habt eine gute Nacht und bis zum nächsten Race. Ciao. Tschüss. Ciao.